Gut, also heute stelle ich mal vor ein Buch von Carmen Kindel-Weilfuß, Fragen können wie Küsse schmecken. Und schon der Titel macht deutlich die Art von Carmen Kindel-Weilfuß. Wer kommt schon auf solchen Titel? Ich kenne den Carmen Kindel-Weilfuß persönlich. Ich habe bei ihr meine Supervisionsausbildung gemacht, sodass ich also vieles, was hier in dem Buch steht, auch gut nachvollziehen kann und mit Begegnungen mit ihr unterlegt habe. Also ein sehr authentisches Buch, finde ich, von ihr. Carmen Kindel-Weilfuß ist Psychotherapeutin und unter anderem die Leiterin des ISFT, also eines systemischen Institutes in Magdeburg. Und es ist unglaublich, was sie alles fragt. Das sind Fragen dabei, da würde ich nie im Traum drauf kommen. Und das ist eigentlich also insofern ist das Buch eine Quelle der Inspiration zu fragen. Wenn einem gar nichts einfällt, dann nimmt man das Buch zur Hand und liest mal drei Seiten und schon hat man wieder, denkt man, das ist unglaublich, was man so fragen kann, wie man Fragen stellen kann, wohin man fragen kann, auf welche Gebiete man fragen kann, vieles auch ins Kreative rein. Also mit Genuss und Freude habe ich das also, für mich ist es eher so ein Blätterbuch. Es ist als Übungsbuch angelegt, es will auch Fragen lehren, allerdings auf eine sehr lebendige Weise, also nicht so ein stupides Lehrbuch. Zum Beispiel gibt es hier vorne einen Abschnitt, wie konstruiert man gute Fragen? Und da kommt dann wieder aus einem Film ein Zitat, Mrs. Robinson, Sie versuchen mich zu verführen, oder nicht? Ja, als Beispiel einer guten Frage. Also, ne, und da hat sie gleich als erste Hinweise, seien Sie so neugierig, wie Sie nur können. Nutzen Sie all Ihre Eindrücke von Ihrem Gesprächspartner. Formen Sie daraus wohlwollende Annahmen? Gehen Sie Risiken ein, machen Sie Ihre Fehler. Sie lernen daraus unendlich viel. Verbessern Sie Ihre Sprache nach und nach. Lassen Sie einige Begriffe in den Papierkorb wandern. Setzen Sie andere auf Ihre Hitliste. Also tatsächlich die Anleitung zum bedachten Umgang mit Sprache, aber spielerisch eben. Was ich an ihr schätze, ist dieses Spielerische und Lockere. Und weil genau aus dem Spielerischen entsteht unsere Kreativität, dass wir nicht so alles Bier ernst nehmen. Ich gebe jetzt hier ein Beispiel. Hier gibt es ein Kapitel Fragen zu Jahreszeiten, Frühlingsfragen. Ich nehme mal wild raus ein paar von diesen Frühlingsfragen. Was war in diesem Jahr der erste Moment, in dem Sie dachten, jetzt ist Frühling? Wie ist es Ihnen gelungen, den Winter abzustreifen? Wie hat der Frühling in Ihre Wohnung Einzug gehalten? Schöne Frage nach dem Kontext. Was verändert sich in Ihrem Tagesablauf, wenn morgens die Sonne scheint und die Vögel zwitschern? Oder eine Skalierungsfrage. Zu wie viel Prozent ändert sich Ihr Kraft- und Energieniveau mit dem erwachenden Frühling? Ich verstehe die als eine Inspiration tatsächlich. Woran kann ich denn denken? Was kann ich denn nochmal fragen? Also zum Beispiel würde es mir im Moment überhaupt nicht in den Sinn kommen zu fragen, was ist denn Ihr Geheimrezept für? Das ist eine Formulierung, die habe ich einfach nicht präsent. So eine Formulierung lerne ich hier und merke dann, ey, da und dort könnte die vielleicht ankommen. Oder wie schaut der Frühling auf mich? Finde ich erstmal eine absurde Frage. Aber wer macht was? Wie schaut der Frühling auf mich so? Ne? Was macht denn das mit mir, wenn der Frühling auf mich schaut? Also eigentlich kann man darf es nie abhandeln in dem Sinne, aber so als Quelle und als für einen beherzten, lustigen, fröhlichen, freien Umgang mit Sprache, einen, der immer wieder hilft, auch mit sich selbst zu beobachten, finde ich es einfach goldig. Also meine Bezeichnung wäre goldig für dieses Buch.